Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, meine lieben Zwerge und zu einer neuen Folge zu einem Part nach dem Uranium mit dem Zwergenfürst. Ja, hier werden wir in der nächsten, in der ersten großen Höhle von Uranium. In Dunsparks erscheint. Okay, das ist bekannt aus den Originalteilen. Ja, wir wollen hier nur Uranium-Pokémon fangen. Kommt gar nicht in die Frage, Dummiese zu fangen. Ich glaube, Dummiese hieß er im Original. Im Deutschen übersetzt. Wir machen es so, dass wir nehmen nur Teammitglieder rein, die hier auch wirklich in die Generation gehören. Zu machen, was in jeder Generation zu machen, was auch hier in Pokémon Uranium. Nein, ich fange Dorfkopf. Uranberry, das sollte auf. Ja gut, da bräuchte ich einen Beleber. Ja gut. Habe ich mal einen Moment lang nicht nachgedacht. Na gut, dann flieh halt. Dann flieh halt. Oder kämpf halt. Von mir aus. Kann nicht schaden. Bringt ein paar Level. Ein paar Level könnte mir gebrauchen. Erfahrungspunkte natürlich erstmal. Und dann die Level. Und nach dem nächsten. Na komm. Ja, was quatscht noch? Was? Der Mist. Der Scheiß schon wieder. Das hatten wir doch im letzten Part auch schon mal. So, na komm. Es ist halt blöd, wenn das Pokémon mal eine effektive Attacke hat. Diese Attacke dann andauernd fehlt. Also ich muss mal kurz nachgucken. Eigentlich kann man ja alles mit den Tasten machen. Hier. Den Sound wollte ich noch ein bisschen runterdrehen. Musik. Es ist mir noch ein bisschen zu laut. Ja, vielleicht klappt es auf 70%. Ja. Soll nicht ganz leise sein, aber kann ruhig ein bisschen. Meine Stimme soll schon ein bisschen besser zu hören sein. Oh, Barrel. Na, wenn das ist doch. Ich weiß nicht, wie die Weiterentwicklungen aussehen, aber das ist doch ein putziges Pokémon. Ich weiß nicht, soll was fangen? Ich fang's erstmal. Ansonsten lege ich's auf die Box, wenn ich ein besseres Pokémon finde. Wir haben ja immer die Möglichkeit, wenn unser Team voll ist und wir noch Platz brauchen im Team, dass wir einen rausschmeißen, der es unserer Meinung nach nicht verdient hat. So, den fangen wir erstmal. Neues Team Pokémon. Ja, wir haben eigentlich schon das dicke Ersatz-Pokémon, aber gut. Ja, deshalb können wir uns auch ein Blech in die Box tun. Aber ja, gut. Für die Pokédex. Nice. Einwandsphäre Pokémon. Okay, das ist Stahl und Rock, Steel Rock. Okay, naja, wir haben halt schon das andere, deshalb werden wir das wahrscheinlich nicht brauchen. Oder wir nehmen das andere aus dem Team raus. Wir nehmen Ninja aus dem Team raus und tun das ins Team. Shredbilly, Dance, Metal, Smake, Up Blues, Bunny. Much heavier than they look. They live in dark caves and feed on. Ein Spitzname. Ja gut. Tja. Da kann ja nur einer. Spitzname Markus. Die Bombenbande des Grüßen. Ja. Großer Let's Play Markus-Fan, der ich bin. Natürlich muss der Markus heißen.
auch wenn es ein Bomben-Pokémon gibt, also ich bitte mich. So, Flucht. So, hier ein Trainer. Wie sieht's denn im Team aus? Ist das einigermaßen... Ja, gut. Vielleicht sollten wir Markus an die Spitze setzen und das mal trainieren. Haben wir jetzt zwei Boden-Pokémon. Das heißt, einer von denen wird fliegen. Ich vermute fast, dass Nindain irgendwann fliegen wird, aber ja, schauen wir erstmal. Level 4, Level 5. Ja, ist jetzt blöd, dass Nindain besiegt ist, deshalb. Ja. Wir können ja schnell zum nächsten Pokémon-Center rennen. Wir sind ja nur noch am Eingang der Höhle. Das wird ja noch machbar sein. Fliehen. Was? Kann ich nicht fliehen oder was? Na, schöne Scheiße. Ein Kampf habe ich noch. Suizidkommando. Danke. Na komm, lass uns fliehen. Na, endlich. Was ist das für ein Geräusch? Ach, Scheiße. Ich bin geflohen. Das Pokémon hat ja schon... Oha, es ist Nacht. Ja gut, spiel wieder nachts. Da wirst du's. Ja, allein schon deshalb müssen wir das Pokémon rausnehmen. Das hat einen scheiß Sterbesound. Sieht hübsch aus. Kopfkratz. Ja gut, einmal das Pokémon-Team heilen. Ja, mach noch ein zweites Mal meine vier Pokémon. Na dann. So, nochmal auf Route 2 hoch. Sprint-Taste usen. So. In der Höhle sieht man nicht, ob Tag oder Nacht ist. Ist immer gleich dunkel. Na dann. Wie sieht mein Team aus? Hält natürlich. Und die Nindain, die setze ich jetzt mal an die Spitze. Eigentlich ganz an die Spitze, aber so. Und los. Jetzt wird gekämpft. So. Ein Barrel. Ja, ich glaube Barrel. Ich würde es Barrel aussprechen. Na komm. Level 4 gegen Level 7. Na gut, das ist jetzt nicht das Effektivste. Das ist jetzt nicht gerade die beste Idee. Eine Abbruchsattacke fehlt. Na toll. Nindain ist bestimmt die beste Idee, die jetzt einzusetzen. Switch in. Mensch, Level 5. Na, kriegen alle Attacken. Ein paar Erfahrungspunkte. Jetzt alle kämpfen, keiner stirbt. Nein, 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 nein. Cancel. So. Jetzt darfst du mal Sans Attacke. Na toll. Ja gut, das war genau die falsche Attacke. Halt's durch. Na komm, einmal. Scratch. Ein bisschen Schaden. Ah, ja gut, Kacke. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss nochmal zum Gras da ein bisschen trainieren. Ja, wir werden schwierige Probleme kriegen. Mit unterlevelten Pokémon in die erste Arena gehen. Das könnte knifflig werden. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen trainieren. Das könnte scheiße werden. Immer hier mit schlechten Pokémon in die Arena gehen, dann sind wir heillos überfordert und ich bin auch hier gerade heillos überfordert von der Kommentation. Es ist wieder spät nachts, ich sollte aufhören spät nachts aufzunehmen. Voll Pokémon.
sollte Pokémon Uranium nicht mehr nachts aufnehmen. Ja gut. Na komm, mach's alle, auch wenn es hier ein bisschen länger dauert. Ich glaube, Pumpi kriegt's hin. Er kriegt's gebacken. Der Gegner bemüht sich auch. Trick Attack. Vielleicht gibt's ja mal einen Army Effekt. Okay. Vielleicht gibt's ja einen Vollhieb oder wie das ist. Volltreffer. Eigentlich können wir nur die zwei Attacken gebrauchen. Den anderen. Naja. Tackle fails. Na komm. Zack. Es gibt jetzt schöne Erfahrungspunkte, die eigentlich der Rest des Teams bräuchte. Nicht Pumpi, unser höchstes. Unser meistgelevetes Pokémon. Aber gut. Boah, dieser Sterbersound, der ist ziemlich scheiße. Switch Pokémon. Ja, natürlich. Ja, Markus. Versuchen wir mit dem mal ein bisschen zu kämpfen. Zumindest den mal einzuwechseln, damit er mal ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Oh, ja gut. Herzner. Na komm. Ja, ist bisher in diesem Part noch nicht so viel los gewesen, aber... Ja, gut. Das muss auch mal sein. Parts, in denen ich nur auf der Stelle rumlaufe. Und ein paar Pokémon-Kämpfe mache. Immerhin haben wir jetzt schon das... den Markus mit ins Team genommen. Immerhin. Immerhin. Okay, jetzt ist der Oma-Ticker ein. Ich sollte vielleicht mal das Pokémon wechseln. Hast du gute Arbeit geleistet für dein Level. So, jetzt Modi dran. Der ist hier wirklich am effektivsten. Und der braucht auch noch Levels. Erfahrungspunkte braucht er, um zum nächsten Level zu kommen. Ja, wenn wir es schon nicht schaffen, die beiden anderen mitzuziehen, müssen wir zumindest Modi und Pumpi aufrechterhalten. Na komm. Brand wirkt. Na komm, mach's alle. Nice. Boah, das kotzt mich so an, dieser Sterbesound. Level 5, da wurde gerade jemand, irgendjemand wurde Level 5 gerade. So geht sie gleich aus dem Kampf hervor. Weiter geht's. Wird es bekommen? Ein Travel. Ja, ich habe noch Probleme mit den Aussprachen. Der englischen Pokémon. Der englischen Namen der Pokémon. Muss man erstmal lernen. Wie die heißen. Die Aussprachen sind mir noch nicht so sehr bekannt. Gut, Tackle. Jetzt wird sich hier durchgetackelt. Der Kampf der Giganten. Das kann ja was werden. Ich würde es dann vielleicht mal wechseln. Wo ist Modi? So haben wir durch den besten Erfolg. So, wenn Modi jetzt hier ordentlich Schaden anrichtet und kriegen beide noch Erfahrungspunkte dazu. So. Zack. Der Markus hat schon ganze Arbeit geleistet, der hat schon Vorarbeit geleistet. Jetzt macht Molly nur noch den Rest. Okay, das war keine so gute Idee. Das war eher schlecht. Na komm. Zack. Besiegt. Ein paar Erfahrungspunkte fürs Team. Wir müssen jetzt nicht gegen jedes wilde Pokémon kämpfen. Das ist jetzt nicht wirklich nötig. Aber ja. Was cannot cannot escape? Na toll. Der Kreuzhart, das ist immer der, das ist der Typ. Ach, Kacke. Jetzt lass mich auch noch angreifen.
Allein deshalb müssen wir den Grossart trainieren. Den Grossart. Der solche Fähigkeiten hat. Oh, okay, sehr gut. Das bringt vielleicht ein neues Level für Markus. Nur den werde ich sehr gut besiegen. Oh, müssen wir dreimal einsetzen. Ja, hier, wo wir gerade hier sind. Medizin. Potion. Immer auf Pumpi. Und dann auf Markus gleich. Aber die machen wir leider noch nicht. Jus, Markus. Sehr gut. Gleich wieder angegriffen. So. Tackle. Na komm, bring's zu Ende. Was? Attacke, Mist. Na komm, ist nicht wieder diese Situation. Kann ich fliehen und die Attacke ist nicht effektiv. Kann ich einsetzen, kann ich fliehen. Sehr gut. Das ist die schlechteste Variante. Na komm, jetzt lass uns fliehen. Wir müssen uns jetzt nicht ewig dran aufhalten. So, Trainer. Nein, erstmal ein wildes Pokémon. Lass uns fliehen. Let me go. Natürlich kann ich nicht fliehen, natürlich. Was denn noch sonst? Da muss wieder gekämpft werden. Zum Glück geht das jetzt hier einigermaßen schnell. Zum Glück ist mein Tackle hier einigermaßen effektiv. Erfahrungspunkte fürs Team. Na komm. Zack. Und noch einmal. Hau drauf. Mach's, Anne. Nice. Sehr gut. Das hast du davon, wenn du uns nicht fliehen lässt. So. I have sworn never to leave this cave until I win 100 pounds to do these level battles. Okay. Na dann. Ich hoffe, du hast schon genügend, wenn nicht, wirst du mich besiegen. Du wirst wohl den nächsten Trainer besiegen können. Ja gut. Das war abzusehen. Was zu erwarten war. So, Modi. Ich muss wirklich aufs Spiel zurück Gras gehen. Das mache ich nach der nächsten Aufnahme. Nach dieser Aufnahme. Gehe ich mal nur zurück Gras aufs Spiel und trainiere mal das Pokémon-Team. Versprochen. Nehme ich mir noch Zeit. Trainiere ich noch ein bisschen. Das erste Mal. Ich wollte es nach der letzten Aufnahme schon machen. Ich weiß aber. Ja. Ich muss es jetzt wirklich mal machen, das muss ich mal wirklich. Nachdem ich auf Aufnahme Bänder geklickt habe, dann wird hier nochmal gelevelt. Nein, weiter. Oh, ein Barschau. Okay, interessant. Das Pokémon haben wir noch gar nicht gesehen. Ein neues Pokémon. So, wenigstens Modi mal ein neues Level kriegen. Oh, der ist schon Level 10. Na dann, Rot zu Level 11. So scharf besiegt. Nice. Ein bisschen Geld bekommen und besiegt. Na toll. Du Pumpi. Ach, Pumpi ist noch am Leben. Achso, ja stimmt. Das ist ja, Quick Attack. Willkommen. Das hatte ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Aber juckt. So, Pompi und Modi ist immerhin jetzt schon. Die sind beide schon auf einem Level. Immerhin. Das haben wir schon erreicht. Die anderen beiden, die muss ich noch auf einem Level liefern. Na komm. Gast. Ich glaube, das war die Attacke Wirbelwind. So ist die im Original und im Deutschen.
So, Quick Attack. Na komm. Ja, das bringt eher weniger. Dann setzt lieber die andere Attacke ein. Im Wirbelwind. Ist auch die einzige Quick Attacke. Die anderen sind normale Attacken. Ist ja logisch, dass normale gegen Boden jetzt nicht wirklich das effektivste ist. Das Blut schmeckt immer. Na komm, gleich haben wir's. Das ist ein wildes Pokémon. Ich weiß nicht, warum ich einfach fliehe. Gut. Ich mach das jetzt hier zu Ende. Ich könnte einfach fliehen, aber was soll es? Zack. Machen wir's zu Ende. Gut. Da ist der Ausgang. Hoffentlich. Wahrscheinlich aber nicht. Great Ball. Aha. Ein guter Ball. Na toll, direkt vom Ausgang hier noch. So ein Ding. So ein Viech. Okay. Nein. Jetzt einmal fliehen hier. Sofern möglich. Wir sind noch lange nicht draußen. So, schau mal in die Bag. Potion. Okay, Pokéball Great Ball. Ah, okay. Das ist der Superball. Ja. Okay. Okay. Los, flieh. Flieh, ihr Narren. Oh. Der nächste Trainer gleich. Somehow I find that it's fun to randomly tap on innocent trainers. Es erfreut ihn, unschuldige Trainer anzugreifen. Ein Gast. Na komm. Da sind wir mal kein guter Gast und greifen den Gast an. Dein Tickel wird dir nicht viel helfen. Schon besiegt. Level 11. Nice. Oh, okay. Da können wir einen Attacker Sing. Okay, ja. Können wir Growl vergessen. Warum nicht? Gesang erlernt. Kann jetzt singen. Pumpi kann jetzt singen. Na dann. Das will ich gleich nächsten Stream sehen. Ich nächsten Stream sehen, wie du singen kannst. Sing, Attack Mist. Ja gut. Ja gut. Critical Hit. Da singt der Pumpi. Und das gegnerische Pokémon schläft. Gut, Quick Attack. Ich wollte gerade sagen, nicht das effektivste, aber okay, ja, das ist doch schon sehr effektiv. Na komm. Mach's an. Auf ein. Na komm, Pumpi. So, Tanzbar ist besiegt. So, Trainer besiegt. Sehr gut. Ich muss mal das Team wechseln, ich muss mal hier nicht das Team wechseln. Das Team neu zuordnen. Mordi soll mal kämpfen. Der ist noch nicht Level 10. Ja, sein Eintrag. Sehr gut. Switch. Switch kann ja mal kämpfen. So, weiter geht's. Oh Mann. So viele wilde Pokémon. Und ein Zubat. Naja, ein Tonnenmi. Ein Zubat-Ersatz. Get away safely. Okay. Ich einmal Beeren. Oranberries, das waren die Jus. Sehr gut. So, Pumpi noch. Sehr gut. Okay, haben wir noch von den Beeren. Na komm. Ach, verdammt. Auf jedem Schritt. So ein verdammtes Pokémon. Lass das nicht fliehen. Ich hab dich schon im Team. Und run away.
Höhle verlassen, seine ist No Touch City. Sehr gut. Gleich mal ins Pokémon Center. Und das Team heilen. Wer bist denn du? Welcome to No Touch City. I'm the officer Tom Graver. Okay. The Tom Graver. Griefer hieß das wahrscheinlich. Die Nachtwache. Aha, okay. Ich hätte gern mal das Pokémon Center. Ach du Scheiße. Was passiert denn dort? Das ist wahrscheinlich die Arena. Pokémon Center. Steht du nicht im Weg rum. Oh, you. Are you maybe perhaps to see now, yeah? Oh my. You must be like, I'm your biggest fan. Oh, but she's hardly ever at your gym. You can probably find it home. And you can't go here, there, because of reasons. But you still can use this. Okay. Maria's Key. Jetzt können wir in ihr Haus einbrechen. Wir brechen ja nicht ein, wir haben Hausschlüssel. Ist das jetzt die Arena oder was? Na toll. Ich hätte gern mal ein Pokémon Center, das wäre das erste, was ich aufsuchen wollte. Sind wir schon in der nächsten Großstadt, aber haben das Pokémon Center noch nicht gefunden. Eine Versammlung vor einem großen Haus. Da will ich jetzt noch nicht direkt drauf zusteuern. Pokémon Center, hier ist Pokémon Supermarkt. Ah, hier. Ich sehe es doch schon rot leuchten. Hier ist das Pokémon Center. Sehr gut. Ich lasse das vierte Pokémon erstmal noch im Team. Kann ich schaden. Für die Arena ist besser, vier Pokémon drin zu haben. Lieber mehr als weniger. So, und dann stürze ich mich gleich ins Offscreen-Training. Sie nehme ich schon gleich, wird es Zeit, den Part zu beenden. Wir sind angekommen in der nächsten Stadt. So. Ja, das Team müssen wir hier noch gleich mal ein bisschen umsortieren. Level 5 und Level 6. Oh Gott, ja. Wahrscheinlich ist Level 11 noch nicht gut genug für die erste Arena. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Zumindest auf Level 11 will ich es kriegen. Ich werde es offscreen auf Level 11 trainieren. Machen wir das so. Ja, so sieht's aus. Obwohl, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal zwei Parts am Stück aufnehmen. Also, insofern verabschiede ich mich gleich von euch und nehme dann gleich den nächsten Part auf und ja, mach dann später noch Offscreen-Training. Zwei Just neues Hauski. Was, das ist ihr Haus? Na toll. Jetzt machen wir schon die nächste Story. Jetzt fangen wir hier schon mit der Story an. Das ist someone there. Was machst du in meinem Haus? Genau. Who are you? What are you doing in my house? You can't just barge on people like that. Especially when they lock their doors. Oh, did you get the in a way? I have a copy of my house key. Give me that. So we handed over Maria's house key. Where did you get this? Oh, from that guy. Him again. Wait, you are not other fan, are you? You're a Pokemon trainer, that must mean you're looking for a gym, otherwise. I guess I need to do my job for once. But first I gonna need to talk to the guy who gave you the key. I can't find me outside my gym. Okay, ich räume dann hier noch ein bisschen dein Haus aus. Ich nehme dein Bett mit. Bett ins Inventar stecken. Ich schlafe hier ein bisschen. Jetzt liege ich hier im Bett. Gute Nacht.